VW und die geplanten Roadster. Das ist eine lange Geschichte. Immer mal wieder gibt es Studien oder Ankündigungen, dass Volkswagen ein zweisitziges Cabrio als Konkurrent zum Mazda MX-5 auf vier Räder stellen will. Jetzt könnte die E-Mobilität diesen Plan endlich in die Wirklichkeit umsetzen. Auf dem modularen Elektrobaukasten, auf dem der aktuelle ID.3 steht, sollen künftig nämlich auch viele emotionale Autos gebaut werden. Eines davon könnte der ID Roads werden. Der Name steht natürlich noch nicht fest und auch der Bau ist nicht in den berühmten trockenen Tüchern, aber gezeichnet haben wir bei Autobild trotzdem schon mal. Eine Studie soll tatsächlich auf der nächsten IAA in München stehen. Wir sind mal optimistisch und hoffen, dass diese Messe auch stattfinden kann. Das Gute an dem Roadster ist, die Reichweite ist bei einem Spaßauto nicht ganz so entscheidend und so könnte mit kleinen Akkus Gewicht gespart werden und trotzdem viel Leistung mit an Bord kommen. Dazu kommt der Hinterradantrieb und fertig ist der Roadster-Spaß fürs Wochenende. Und um Kosten zu sparen, wäre die parallele Entwicklung eines Audi TT mit E-Antrieb oder ein elektrischer Porsche 718 auch noch möglich. Wahrscheinlich war VW dem offenen Zweisitzer noch nie so nah. Nur warten müssen wir noch. Frühestens 2023 könnte es soweit sein.